Lebensblüten. Erinnern. Lächeln. Verschenken. Mein Name ist Christian Roden, ich bin Palliativmediziner und bin seit über 10 Jahren als Leiter einer Palliativstation tätig. Das Projekt Lebensblüten unterstützt denn? Wenn man mit schwerkranken und unheilbar kranken Menschen in der letzten Lebensphase arbeitet, dann sieht man, wie dicht Themen am Lebensende werden und wie wichtig das Reflektieren über das eigene Leben, die Frage, woher komme ich, wohin gehe ich, aber letztlich auch die Frage, was bleibt denn von mir zurück, wie wichtig diese Fragen werden. Und insofern bin ich begeistert von dem Projekt Lebensblüten, weil sie die Ideale der Palliativbetreuung, das wertschätzende Zuhören, den wertschätzenden Blick in den Vordergrund stellen und nicht nur darüber theoretisch berichten, sondern auch praktisch umsetzen. Menschen in der letzten Lebensphase können dieses Angebot für sich nutzen, um im Rahmen ihres Reflexionsprozesses Dinge für die Nachwelt, für ihre lieben Angehörigen auf modernen Medien aufzuzeichnen und somit auch eine weitere Spur im Leben hinterlassen. Und das ist diesen Menschen oft sehr wichtig. Lebensblüten. Erinnern. Lächeln. Verschenken.